Alle 2 Jahre werden in Ansbach die Beleuchtungen der Sehenswürdigkeiten mit grüner Folie überklebt. Das Ganze nennt sich dann Grüne Nacht und lockte in diesem Jahr geschätzte 20.000 Interessierte in die Altstadt. Um so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, reichen aber grüne Folien alleine nicht aus. Und deshalb wurde bei der Grünen Nacht noch einiges mehr geboten. Zum Beispiel wurde, wie hier zu sehen, die Residenz als Leinwand zweckentfremdet. Auf ihr gab es zwischen 22 Uhr und Mitternacht Walt Disneys Zauberlehrling zu sehen. Ein weiteres Highlight gab es im Innenhof der Residenz zu bestaunen. Der Lichtkünstler Roger Borchert verwandelte diesen durch Großbildprojektion der Künstlerin Hermia Szabo-Borchert in ein Meer von Farben. Wie bei jeder grünen Nacht waren natürlich wieder die Museen geöffnet, was auf reges Interesse bei den Ansbachern stieß. Und wer vom Trubel auf den Straßen genug hatte, konnte sich in die Kirchen St. Gumbertus und St. Ludwig zurückziehen. Dort gab man Werke von Mozart, Paganini, Haydn und anderen zum Besten. Zu den illuminierten Gebäuden zählten außer der Reitbahn auch St. Gumbertus, Beringershof, Martin-Luther-Platz, St. Johannes, Markgrafenmuseum, Museumshof, Synagoge, Herrieder-Tor, St. Ludwig, das Stadthaus und viele andere mehr. Den richtigen Schwung in die Veranstaltung brachten aber vor allem die Feuerschlucker, die von unzähligen staunenden Zuschauern begutachtet wurden. Außerdem gab es Zaubertricks des magischen Zirkels, Jongleure und Stelzenläufer in der gesamten Altstadt zu sehen. Straßencomedy gab es am Johann Sebastian Bach Platz mit Erdinger und ihrem Programm Powerflower. Abgerundet wurde die Grüne Nacht mit Live-Musik auf dem Martin-Luther-Platz und auf der Reitbahn.